Hallo und herzlich willkommen zurück zu Transport 442 hier bei mir beim Faro 1976. Freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Hallo Tienchen und hallo Anne-Rose, schön, dass ihr schon da seid. Fortsetzen und dann können wir weitermachen in unserem Frachthafen in Herne. Hallo Tom, schön, dass du da bist. Gut, da sind wir wieder zurück an unserem Frachtbahnhof. Und wir haben ja gestern leider ist das ja abgestürzt. Und ich habe mir auch etwas herausgeschnitten sozusagen. Ich habe überhaupt nichts gemacht. Ganz genau. Das habe ich mir rausgeschnitten gestern. Fand ich lustig. Gut. Ich will hier noch... auch auf der Lane hier will ich auch LKWs hinstellen. Hier hinten soll dann auch einer stehen, der halt leer ist. Wird ein bisschen eng hier hinten, ne? Aber ist ja egal. Wir können ja auch hier auch noch einen LKW langfahren lassen, die auch voll sind. Und hier wird halt auch entladen. Nochmal vielleicht einen vollen, einen leeren oder so. Und der Leere fährt dann schon los, so um die Ecke oder so. Und der ein Leerer steht dann hier hinten. Und volle fahren hier hinten auch noch. Nur dass die halt hier auch. Das hier als so ein Warnumschlag sozusagen passiert. Gut. Ich würde gerne auf der Fläche eine große Halle stehen haben. Und zwar sollen die Container, die hier ankommen. Ich werde es hier auf der Seite auch noch ein bisschen verlängern mit denen, was wir hier haben. Die Container werden halt hier reingebracht und ausgepackt. Und dann kommt halt das hier hinten raus. Und das würde ich halt dann auch dementsprechend auf der hinteren Seite des oder auf der vorderen Seite, wenn wir jetzt hier so gucken, dann mit den Waren, die wir hier stehen haben, auch nochmal symbolisieren, dass die halt hier auch hin und her gefahren werden. Wenn wir dann noch Kräne, sag ich schon, Hubwagen und Gabelstapler etc., was man hier alles braucht, werden wir da dann noch hinstellen. Aber da muss ich noch gucken, was wir da für ein Ding finden. Ja, die habe ich ja auch rausgesucht. Und ja, stimmt. Und du wolltest dort auch noch jede Menge Schalke 04 Flaggen aufstellen. Wurde sich ja gestern gewünscht. Und jetzt müssen wir mal gucken. Hat der eine eigene? Sind die in der ersten oder in der zweiten? Das sind die, ne? Nee, das ist das. Ja. Das ist Hertha BSC. Oder das hier. Ja, danke. Das gerade selber noch gesehen. Ich sag mal tschüss. Man musste mir das halt, du warst gestern leider nicht mehr da, man musste mir es erklären, was du damit meintest. Mit Herne Süd. Und deshalb wurde sich das gewünscht, dass man sich hier, dass man hier Flagge hisst. ja. Ja gut, den Scherz lassen wir dann auch mal hier so stehen. okay. Und auf der anderen Seite BVB vom Hafen.
Noch mal einen kleinen nur. Dann guckt nämlich jemand anders auch nicht mehr zu. Die machen wir hier hin. Will doch nicht so. Ich will ihn da reinstellen. Jetzt kann ich nicht mehr schlafen, der Magen kehrt. So, das muss reichen. Und dann, damit wir auch noch jemanden glücklich machen, jemand anders. So. Wenn er dann mal zuguckt. So, David, nur für dich. Okay. Oh, jetzt aber genug. Schabernack. Die BVB-Flagge eher Größe 10%. Nimm mal kleiner machen, komm. Aufs Auto mit draufpacken oder so. Warte. Da ist er. Mein Gott, die sieht man ja überhaupt nicht. Dieses Magdeburg auch. Ich. In welcher Liga spielen die denn? So, Hertha Mauna. Wer soll ich das wissen? Ich weiß es auch nicht. Ich habe das nur gemacht, um einen kleinen Spaß draus zu machen. Und weiß ich halt auch nicht. Ne? Hannover 96, das kenne ich halt auch noch so. Das dürfte Hamburg sein. Nürnberg. Das ist Bochum. Ich glaube, das ist Frankfurt. Vielleicht. Du weißt ja immer alles, Dienchen, genau. Fußball? Nee, da sicher nicht. St. Pauli. Ja, das kann sein. Aber nicht in der zweiten. Ist mir auch egal. Ist so gut. Wir haben einen kleinen Späßchen gemacht, jetzt müssen wir es nicht übertreiben. Tom ist schon rennen gegangen. Der Magen hat sich vielleicht so ein bisschen umgedreht. Gut. Das soll es aber gewesen sein. So, wir können auch Play machen. Dauert ein bisschen, bis das sich hier ausgegoogelt hat. Ja, okay. Okay. So, lass mal gucken. Und zwar Container. Ich weiß auch nicht, warum er das nicht übernimmt. Ne, die sind das nicht. Es gab eigentlich Container, die wir dann auch da rauslöschen konnten. Welcher haben wir denn jetzt genommen? 40er, okay. Random.
Oder? Niedrig. Ja. Wow, GG. Bisschen. Ah, okay. So schief sind es dann doch nicht. Ja, genau, das waren die. Ja. Ah, nicht. Nee, warte mal. Wo konnte ich denn hier einzelne? Ach, weil die anderen wahrscheinlich so lang sind, ne? Na gut. Ach so, St. Pauli für Pingax. Ach so. Aber. Wie gesagt, ich weiß nicht welcher. Weil es gibt nur erste und zweite Liga. Was? erste VfL Eintracht Antlitz. Okay. Und die in Antlitz haben ja sogar eine Altseniorenmannschaft laut der ihrer Homepage. Bei den Altsenioren kannst du mitspielen, wenn du U45 bist. Ja, gut. Frage, ob man das möchte. Schade, dass man da nicht einfach. Naja, okay. Aber hier haben wir ein bisschen rausgemacht. Hallo Black Mamba. Schön, dass du da bist. Da sind wir wieder zurück an unserem Bahnhof und ich hoffe, dass das nicht zur Gewohnheit wird hier mit dem Abstürzen. Kurz was nachgeguckt. Okay. Genau. Zuletzt hatte ich erzählt, dass ich doch hier bitte ein Gebäude haben möchte. Oder es soll eigentlich hier ringsrum. Und dass man von hier aus dann die Container dann dort abliefern sozusagen. Dann werden die da leer gemacht und werden dann halt hier dann bereitgestellt. Die Waren für die normalen Schiffe. Hatte mir so überlegt, dass das vielleicht eine ganz gute Idee ist. Und dann müssen wir uns noch was überlegen mit den Briketts, die hier ankommen. Da müssen wir uns auch noch was überlegen. Vielleicht machen wir da so ein Förderband oder sowas. Ich weiß es noch nicht ganz genau. Vielleicht finden wir irgendwas, was wir da machen können. Den Asphalt findest du in den bei Assets Bahnübergänge Gleise auswählen und hinknallen. Ah, okay. Achso, für die neue Mod, die wir da haben. Was hat er geschrieben? Das Wichtige, damit die Briketts dann nicht im Schotter liegen. Ja, genau. Hallo zusammen, einen schönen Sonntag wünsche ich euch. Danke, Carlotta, den wünsche ich dir auch. Auch. Meine Güte, ich habe auch gesagt, glaube ich. Auch. Schön, dass du da bist. Schön, dass ihr alle da seid. Das mal hier mit diesen, ja, mit dem vielleicht nicht unbedingt, ne, aber ich glaube, wir haben auch noch andere Förderbänder oder habe ich die nicht mehr an? Doch, müsste ich eigentlich noch anhaben. Müssen wir die dann irgendwie darüber kriegen, dann? Dann so und dann verpackt halt auch, dass halt da so eine Station ist, wo die halt dann verpackt werden und dann halt dann tatsächlich hier und so in diesen Containern dann reinkommen. Weil die stehen ja auch hier. Das sind ja, es ist ja Briketts, was hier da steht. Müssen wir mal gucken, ob wir das so machen.
Und danke, bin ja gerne hier. Ihr seid ganz nett. Oh. Dankeschön. Sie hat den Chat gemeint. Oder meintest du wirklich, dass das hier bei den Leisen war? Oder habe ich das jetzt falsch verstanden? Vorletztes Symbol bei den Assets? Das ist es nicht. Ich glaube, wir hatten die schon mal, ne? Ist auch nicht das Vorletzte. Na, da ist es doch. Ja, jetzt habe ich es gefunden hier sozusagen. Ich habe es eingegeben. Rampe, GWG, G-Heck, G-Eck, was für ein Ding? Was soll das sein? Oh, egal. Verkehrsinsel. Ach, ein. Ist wahrscheinlich für diese. Ah, ja, okay. Meinst du die hier dann? Gleisrampe. Na, hier. Ah, okay. Wenn du ein einzelnes Gleis hast, ne? 3. Ah, okay, so. Würde man dann halt drüber kommen. Wie so ein Shirt. Ey! Spammt sie hier gleich wieder rein. Wegeübergänge. 3 Gleise und lang machen. Ja, guck, ich bin ja schon dabei. Also, ne? Man muss mich auch ein bisschen. Jetzt hast du es, genau. Mit selben mit dem Geldchen. Was? Jetzt bin ich wieder schuld. Nee, 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 nee. Ja, gut, aber. Was wirklich hier auf der ganzen Länge verteilt? Teil. Baustoffe auswählen. Können die Textur ändern. 3 Ausrufezeichen. Da, Textur. Ja, da stehen nicht immer welche Textur. Okay. Jetzt hast du es gefunden. Ich wusste gar nicht, dass ich es gesucht habe. Geht wahrscheinlich nie wieder weg, aber ist egal.
einfach mal. Okay. Wegmachen kannst du das mit dem Schrubber. Ach, hier mit dem. Okay. Asset entfernen. Okay, der rote würde ich jetzt sagen eher nicht. Ja, eher hier, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, also T. Der hier, ne? Ich dachte, vielleicht könnte man so machen, aber nein, wird er nicht. Wo haben wir das denn? Gehen wir hier rein. Nein, nicht so groß, bitte. Ah, nicht zu nah. Sonst mache ich die hier hinten auch weg. Mal gucken, wo man die okay. Bahnübergänge haben. Seaside? Nein. Vom Joe Fried, wo hat er die denn abgelegt? Hat er sein eigenes Icon? Ne, hier. Tatsache. Okay. Und ich habe hier oben geguckt, das als vorletztes, aber hier. Da unten ist es ja. Ach ja. Kann aber passieren. Ne? Ja, passt ja. Okay. Das Ding ist aber ganz schön aufgeregt. Ja, Black Mamba. Kann man so nennen. Ach ja, okay. Ist okay. Hat so Kopfsteinpflaster drin jetzt, aber ja, gut, ist jetzt. So nah sind wir ja nie da dran. Auch in Ordnung. Aber trotzdem noch etwas für auf der anderen Seite, dass man da sagen kann, okay, das sind halt so Gitter, wo das reinfällt oder so. Oder auf, ob das dann auf so einer Förderbahn landet oder sowas. Na, da müssten wir vielleicht nochmal gucken. Also können wir uns später darüber, wenn wir dann wenn wir dann da hinten sind. Okay. Nee, Black Mamba, aber der Streamer hier braucht klare Führung, sonst wird das einfach nichts. Ich trinke da erstmal was drauf. Dieses Mobbing hier. Wahr sein. Oh. Hm.
Wäre schon interessant. Würde die gerne etwas länger haben wollen. Warte mal, wir müssen mal ganz kurz ein bisschen näher ran. So. Das ist eigentlich die Höhe. Das ist die Höhe. Müsste halt länger sein, dass hinten halt auch noch, dass sie halt auch da reinfahren können, sozusagen. Machen wir einen, der gerade so weit unten ist, ja. Zumindest absetzen vorne. Und die schnappen sich das dann von drin oder so. Dass die Container halt leer gemacht werden und dann weggekarrt. Ich habe keine Ahnung, wie das aussehen soll. Aber ist okay. Oder netter formuliert, er wird gerne an die Hand genommen. Hey, kann nicht wahr sein. Als würde ich auch darauf hören. Ist wie so ein kleines Kind. Also ich. Komm jetzt mit. Geschäftsführung sozusagen. Ja, anscheinend. Natürlich ein bisschen länger sein. Okay, wir könnten es auch noch ein bisschen größer machen, aber halt nicht in der Länge. Da könnten wir aber nicht Business, sondern wo sind sie? Gibt's nicht. Ich alles offen habe. Victory. Hätte man schon mal eine Wand. Okay. Das ist es eher nicht. Ah, okay. Interessant, aber auch nicht. Naja, hier muss nichts produziert werden oder so. Eigentlich braucht man keine Fabriken. Ich brauche halt Lager, wo ein Durchgangsverkehr halt stattfindet. Zum Beispiel so was hier. Das glaube ich schon zu lang, ne? Dann bräuchte ich immer noch vorne ein Gebäude, wo die halt das dann absetzen können, sozusagen ein Dach davor oder so. Und das hat halt gar keine Eingänge, ne? Und selber reinbasteln oder so. Na ja, doch, hier vorne. Lang. Also zu breit in dem Sinne. Hier, so in der Breite könnte man das machen. Ne, okay, das ist schon. Im echten Leben. Ja.
Warte, jetzt ist da aber. Ach, das ist nur eine andere Farbe. Okay. Jetzt habe ich es auch mitbekommen. Erstmal jetzt. Nee. Eisen. Nee. Was ist das? Okay. Echo Factory. Interessant. Die hatten wir genommen, ne? Das Gebäude hatten wir schon mal. Das haben wir hinten hingestellt, irgendwann in Duisburg auf der anderen Seite. Ja. Ich erinnere mich. Nein, will ich nicht. Vielleicht nicht Factory, sondern Storage. Okay, das war's vielleicht. Wenn es keine Ausgänge gibt, ist doch gut, da kannst du die Arbeiterklasse bestens nutzen. Ja, weiß ich nicht, ob man das so machen sollte. Oh. Nette Burg, aber leider nicht das, was ich suche. Mal ganz kurz hier rein. Achso, sollte das vielleicht ausmachen, dann komme ich da auch hin. So. Okay. Es wird irgendwo so ein. Industrie ist es halt nicht. Na, wir haben halt keine Lager. Einfach so. Mal hier an. Nein. Nö. Irgendwas halbflaches. Ja, dauert jetzt wieder ein bisschen, bis ich irgendwas gefunden habe, was mir hier zusagt. Dass halt hier die Container, die ankommen, leer gemacht werden.
und halt dann hier bereitgestellt wird. Das ist halt die Frage. Das irgendwie anders noch regeln? Wir haben so viel Platz, da könnte man halt tatsächlich das in Lagerhäusern machen, ne? Der Arbeiter will ausgebeutet werden. Alles andere ist nur linke Geschwafel. Linkes Geschwafel. das weiß ich jetzt nicht. Die wollen also geführt werden, sagst du. Nee, schon gut, das wird nicht mehr 1872 leben. Achso, ist nicht schon gut, dass wir nicht mehr 1872 leben. Sorry, Otto von Bismarck. Wir sind zu hoch. Gehen wir mal auf die 3 runter. Vielleicht gehen wir auf die 2 runter. Aber ich bräuchte halt keine, ja, Schornsteine. In dem Sinne. Die sind halt auch dafür halt nicht geeignet, was ich mir so vorstelle. Wisst ihr, was ich meine, was ich halt hier so gerne hätte? Ich meine, das hatte ich ja schon mit dem Einlager ein bisschen angedeutet, aber ich guck mal, ob ich, wenn ich hier durchscrolle, irgendwas finde. Die verstecken sich ja auch in den Packs, deshalb bin ich ja auch gerade hier drin, dass wir da irgendwas finden. Ups. Soll ich halt drehen. Die sind schon okay, ne, dass man da auch hier so Werke hinmacht oder so. Aber wir produzieren, ich will hier nichts produzieren, ich will die nur bereitstellen. Ne. Das Produktion ist ja woanders. Ich meine, wir haben an den anderen Häfen und so weiter, habe ich halt auch so kleine Fabriken und so weiter reingebaut, aber da passt es halt dann auch ganz gut. Da kann man halt dann noch sagen, okay, dann wird halt noch ein bisschen was hergestellt. Ein bisschen Industrie auf der Insel ist, um zu arbeiten. Ich meine, wir haben ja hier hinten schon ihn hier, aber er sagt, dass wir nicht noch die Container hinstellen können. Nur gerade am Gucken. Da haben wir Menschen stehen. Da gucken, ob das einigermaßen hinhaut mit der Höhe. So, geht, ne? Mal hier eins und dann können wir hier hinten vielleicht noch ein paar Container hinstellen, Pause etc., was man hier alles machen kann. Umziehen. Die kann man, würde ich später setzen, wenn ich hier das dann fertig habe, dann weiß ich, wo ich die hinstellen kann. Ja, konsequent von mir. Aber später. Ein bisschen zu hoch, ne? Ja. Ach, weil da auch. Okay. Es geht da so runter, ne? Ja. Sehr gut.
Bin immer noch nicht gefunden, was ich machen wollte, was ich eigentlich haben wollte, aber gut, gut, gut. Die Container so quer reinschieben lassen, die werden dann reingezogen. Und auf der anderen Seite werden die dann halt raussortiert sozusagen. Weiß ich jetzt nicht. Gut, die würden hier sowieso alle nicht funktionieren, weil ich könnte sie einfach bauen. Das ist ja ein Problem, aber das sind halt eigentlich Feuerwehr, ne? Also zumindest das hier sind Lager. Logistikcenter. Mal ganz kurz, damit das nicht hier zu Abstürzen führt. Achso, ich habe auch kein Play mehr gemacht, ne? Ich lass mal weiterlaufen. Mit der Gefahr, dass das wahrscheinlich jetzt gleich wieder abstürzt. Ich hoffe nicht. Autosave, okay. Interessant. Von der LMP vielleicht? Gebäude. Vielleicht muss ich mir sowas mal basteln. Muss selber dann konstruieren. Weil ich ja so viel Ahnung davon habe. Bitte entscheiden Sie sich bis 19.50 Uhr. Um 19.50 Uhr bin ich schon lange raus. Sonntags immer pünktlich Feierabend. So war der Plan halt, dass wir halt dann, wenn wir halt dann hier das Gebäude stehen haben, dass wir halt dann außen dann halt auch noch hier zumindest, nicht unbedingt mit den Sachen, aber mit dem Holz, nee. Planks, Oil, Sand. Maschinen könnte man halt dann davor stellen und solche Sachen. Auch die kleinen Maschinen. Ne? Dementsprechend, dass man das dann halt so tun, als würde es dann hier bereitgestellt werden für die einzelnen Anleger, die hier bedient werden sollen. Aber ich finde nicht das richtige Lager dazu. Breit genug, ne? Das ist halt auch nicht unbedingt.
Frag doch mal den Tom, der hat immer gute Ideen. Also steht jetzt T nur. Ich habe jetzt einfach mal wild losgeraten. Okay. Es kommt der Sache schon näher. Nur dass halt vorne die Türen noch mal ein bisschen runter. Sieht doch gut aus, das geht. Ja. Was haben wir mal die Türen hier? Nicht richtig rankommen. Wir machen das so. Wabbel. Wir lassen Platz dazwischen. Wir machen für jeden Anleger machen wir einen. Ein Gebäude. Besser Platz dazwischen. Ja, dann können wir dazwischen nämlich auch noch ein bisschen was machen. Wird man vielleicht auch noch die Waren auf. Setzen, aufstellen. Jetzt muss ich nur gucken, dass wir hier so ja mittig wie möglich dann auch ansetzen, ne? Bei den ja, die kommen ja hier mittig an sozusagen. Wir brauchen ja hinten Platz, damit halt da die Container, die Händler halt fahren können. Hier vorne eine Linie da reinzeichnen sollen. Fliegt die? Nee, okay. Ich dachte schon. Das wäre jetzt doof gewesen. Ah, okay. Wir haben sowieso weniger Platz. An der Stelle. Jetzt bin ich genauso aufgeregt wie Tänchen. So also ein bisschen, ne? Aber auf dich hört er eher, da musst du das jetzt immer übernehmen. Nee, das ist. So ist es ja dann auch wieder nicht. Hier müssten wir eigentlich viel näher ran, ne? Weil das halt hier die Mitte dann auch ist, ne? Da haben wir keinen Platz dazwischen, weil es so eng ist dann auch hier.
Aber okay, dann machen wir es trotzdem hier. Nur ein bisschen Platz zwischen. Reicht ja. Also okay. Da zu nah dran, ne? Müsste ein bisschen weiter nach hinten. Oha. Nee, nee, ist okay. Alles gut. Nochmal weg. Aber hätte es jetzt nicht geholfen, hätte bis 19 Uhr heute nichts mit hinbekommen. Hey. Doch. Wir hätten gemerkt, dass wir etwas, dass etwas fehlt. Lass mal ganz kurz gucken. Konfigurieren. Ne? Verschiedenes. Oder ja, mal bei den. Die würden hier noch dran gehen. Aber wenn ich die jetzt da dran setze. Und dauert das ewig, bis der fertig ist mit Rechnen. Die Hallen aus dem Warehouse Asset waren dir zu groß? Ja, ich kann gerade nicht suchen, weil er jetzt hier rechnet. Ich habe es einfach mal hingestellt und geguckt, wie lange das jetzt dauert. Das finde ich nicht. Habe ich die überhaupt? Ist aber eigentlich, ne? Okay. Okay, funktioniert noch. Jetzt ist da. Ich darf nicht zu viel machen, ansonsten ja, meckert der hier. Weißt du, wie die heißen? Oder habe ich, kann es sein, dass ich die halt auch nicht habe?
wären vielleicht auch noch was gewesen. Nur für den Fall. Da muss ich aber beweilen. 60 Sekunden sind schnell vorbei. Hatten die nicht so... Ah, so ähnlich. Ich hatte jetzt geguckt, ob der die Sachen hier einzeln hat, aber hat er nicht. Und jetzt nur noch die Silos. Ah, okay. Geh nochmal ganz kurz rein. Ne. Öl. Wie gesagt, ich hätte halt gerne noch so einen Überbau, aber ist nix. Guten Tag, ihr Lieben. Hallöchen, Wilmchen. Schön, dass du da bist. Das dann einfach so davor, damit das dann so aussetzt, würde die halt so da reinfahren können mit denen. Oder dass man die auf so ein Rollband draufpackt oder so. Ich bin schon sehr speziell, was ich haben möchte, ne? Ein Hangar mit offenen Türen, das wäre auch nicht schlecht. So was. In der Art zumindest. Bisschen länger nach vorne raus. Speziell, genau. Ich habe mich eben um mein Essen gekümmert. Oh, Tom, was gibt's denn Leckeres? Da konntest du das nicht raussuchen. Weil ich glaube nicht, dass ich diese Warehouse-Assets habe. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich weiß, ich hatte jetzt Warehouse eingegeben, aber da war nichts. Der Hangar ist vielleicht ein bisschen... Wie gesagt, mit geöffneten Türen oder so würde der wahrscheinlich hier ganz gut reinpassen oder so. Gibt's den noch mit? Nein, gibt's nicht mit geöffneten Türen. Schade. Okay, das wollen wir hier nicht. Das ist was? Achso, okay. Achso, für den Flughafen noch. Markierungen. Okay. Nice. Okay. Was nicht alles gibt. Den kannst du alle Einzelteile nochmal, dass du sie selber bauen kannst. Okay. Ganze Markierungen. Nice. Sehr schön. Ah, okay. Mal ganz kurz. Ich danke dir.
So, wenn die nicht bei, wie heißt es? Transport Fever Net oder so sind, dann habe ich den nicht. Ich habe meistens da den Steam Workshop nicht im Blick, was da drin ist. Also da kriege ich das nur mit, wenn ihr das mir raussucht. Im Workshop suche ich überhaupt nichts. Das könnte ein traumatisches Erlebnis gewesen sein. Aber ich ziehe mir halt auch manche Sachen halt auch raus und dann geht das ja. Aber wenn ihr sagt, hier komm, nimm das mal. Ach Gott, wie viel Zeug gibt es denn hier für den Flughafen? Okay. Cool. Guck mal, können wir einfach hier dazwischen machen? Nein, machen wir nicht. Okay. Ich bin dann erstmal, bin nun erstmal Mampfen. Bis später. Tom, lass es dir schmecken. Bis später. Traumatisches Erlebnis mit im Steam Workshop. Ja, sind nur Ausreden. Nee. Wir mussten einen Spielstand komplett aufgeben, weil jemand seine Workshop-Seiten, Sachen zurückgezogen haben. Und ja, seitdem lade ich die halt auch immer runter, aber ich gucke halt da nicht mehr. Ich bin da nicht aktuell auf dem laufenden Stand, was es da so gibt. Mal sagen, ist das okay? Also ich hätte schon gerne, dass das halt ein bisschen weiter vorsteht oder so. Ich hätte gerne da so eine Art Schienen oder so. Okay. Nein. Escape. Egal, was es war. Das müssen wir ausmachen. Scroll doch mal weiter hier. Und ja, okay, Gott. So, zurück. Ja. Wo haben wir denn hier? Ah, hier, okay. Nee. Fußballstadion. Rakete geht auch nicht. Ach schade, jetzt bin ich trotzdem neugierig, was die, ja, nur ausreden, ja. Ja, genau, das ist unschön. Fahrrad vergessen, Dateien zu sichern, nun weiß er es besser. Ich hatte vorher halt das nicht so auf dem Schirm gehabt, dass halt dann, wie man das runterlädt und so weiter und das halt dann für sich so sichert. Der Fürst sieht blöd aus auf der Halle, ja, eher das hier, ne? Da müssten wir vielleicht noch irgendwas finden. Dass man da vielleicht noch ein Gebäude oben drauf setzt oder so, damit das nicht so aussieht. Aber ansonsten ist das vielleicht nicht gut. Bräuchte man vielleicht noch ein Gebäude, was wir da hinsetzen. Dass die Nottreppe halt da zu sehen ist. Und wir müssen einfach nur weiter rüber. Ja, aber. Nee. Na, habt recht. Komm wieder weg. Ich hätte es beinahe gehabt, wenn ich da nicht nochmal drumherum geguckt hätte. Ohne Zeugs? Aber er hat auch vorher geprahlt, dass er sich
schützt und trotzdem war es passiert, aber nur einmal. Beim zweiten Mal war ja dann safe. Was? Ja, bei dem anderen Mal hatten wir ja Glück, dass dann, dass die dann halt auch ein, wie heißt es, ein Reparaturtool sozusagen gebastelt haben. Okay. Residenz. Ah, okay, alles gut. Ich glaube, das ist aus dem Köln-Ding, ne? Kann sein. Vielleicht müssen wir es erstmal so stehen lassen. Ich suche mir dann was raus. Vielleicht bei dem mit dem Warehouse vielleicht nochmal. Wenn ich mir das runterziehe und aktiviere und dann halt hier nochmal zurückkomme. CERN. Okay. Liegt CERN nicht unterirdisch? Oder haben die auch oberirdisch diesen Kreis? Einen kleinen wahrscheinlich dann, ne? Ich meine mich zu erinnern. Aber gut. Cool. Was wir nicht alles haben. Gut, vielleicht habe ich es aktiviert. Eben. Ach so, für den Strand. Ah, okay. Duschen. Für den Strand. Okay. Ärgerlich ist aber trotzdem richtig. Weil wir konnten ja auch nicht weitermachen, weil für den Livestream halt auch doof. Wir waren ja nicht fertig damit. Ich hatte halt das Lager, also das hier vorher. Aber das war mir halt zu klein. Das hat man jetzt auch mit der Größe, mit der Skalierung halt hoch gemacht. Aber das hier, ja gut. Oder das halt Recyclingzentrum. Geht halt die ganze Zeit da drauf, ne? Ist halt dann doof auch. Und wir könnten halt auch noch ein Schild vormachen oder so. Ich finde nichts, was man da wirklich sagen kann. Okay, wir packen das davor oder so. Oh, okay. Das ist ein Museum. Okay. Ein paar Ritteranlagen hier aufstellen. Barbol. Schüsseln. Manier. Oh, Tretboot. Okay. Nicht das, was ich suche. Nicht ablenken lassen hier. Eben schon getan.
Nee. Bräuchte so Dach oder Seitenwände oder so weit, dass man das sich vielleicht ein bisschen selber machen kann, aber. Nur die zweimal? Immer zweimal drauf? Die hat mich doch vorne auch schon gehabt. Okay. Ist nicht das, was ich suche. Ah, hier. Aber die wieder runter. Wo waren die denn? Die 100? Ich glaube ja. Ja, ärgerlich weiß, aber er hat ja auch der ganzen Sache ja gelernt und macht es nur besser und richtig. Safe Mods, ja. Safe Mods, ja. Hashtag. Schilder. Was hatte ich da gerade eben gesehen? Mal hier. Hier nämlich keine Kräne. Der Stelle und hier hinten haben wir auch keine. Also machen wir die auch nochmal hin. Mal kurz gucken, ob die gerade sind. Ja doch. Ja. Jeweils an den Enden halt die Kräne, ist okay. Aus? Was ist aus?
Verstehe ich nicht. Bin. Ach so, er hat aus. Okay. Na. Okay, ich dachte gerade, wo meinst du? In deinem Satz vorher schon. Er hat aus der ganzen Sache ja erlernt. Okay. Okay, okay. Ich dachte jetzt gerade. Wo kommt das denn jetzt her? Das ist ja schon ein bisschen her. Nee. Es ist Wochenende, du darfst dich auch da schön zurücklehnen und halt auch mal was falsch machen. Das ist okay. Nee. Nee. Hallo David, einen wunderschönen guten Morgen. Wünsche ich dir auch. Zu meiner Verteidigung, meine Katze liegt nebenbei auf meinem Schoß, darf mich nicht groß bewegen und meine Arme reichen gerade so bis zur Tastatur. Ah ja, gut, dann ist okay. Das ist ja, schon ein Notfall sozusagen. Sind die Forderungen schon umgesetzt worden? Ich frage jetzt nicht nach, was für Forderungen, aber nein. Und dazu gibt es was Schönes, warte. Ich habe überhaupt nichts gemacht. So, damit du Bescheid wisst. Gut. Das passt doch. Ich müsste mir das nur auf einen Hotkey legen oder so. Da brauche ich wahrscheinlich jetzt schon so solche Dinge. Nee, ah, jetzt weiß ich, was mir eingefallen ist. Warte, hier. Hier. Schieben wir die mal nach oben. Jetzt müssen wir halt nur gucken, ob wir hier irgendwie Wald oder Sand, Erdboden, Felsen dunkel. Interessant. Nein. Dann einfach so Wände an den Seiten ran.
ein bisschen lang, ne? Ne. Okay. Obwohl, machen wir so. Und dann müssen wir gucken, ob wir die noch ein bisschen nach oben ziehen können. Nee. Okay. Naja, okay. War ein Versuch wert. Ist nicht dick genug, die Platte, die da oben drauf liegt. Das nächste Mal nehme ich Obsidian. Hey. Nein. Auch da komme ich raus. Wenn den Stein unter mir wegmachen. Mhm. Ich stelle vorsichtshalber einen Schlüssel Obsidian in den Chat. Bedient euch. Okay. Wie lange die werde ich brauchen? Ich merke schon, David. Ist ja schon. Ist schon unterwegs anscheinend. Okay. Ne. Den Förderbänder. Carrier oder so? Carry. Ich kann auch Blöcke unter dich setzen, ja. Aber nur, weil ich es jetzt gesagt habe, sonst hättest du nicht dran gedacht. Oder dich in den sicheren Tod stürzen lassen. Aber nur, wenn ich AFK tatsächlich stehe irgendwo. Ach, guck mal, Conveyor-Belt heißt die Dinger. Nee. Im Flugzeug hier, das ist okay. Weiß ich, ob er. Ja, ich nehme mal so ein Fahrzeug hier. Die waren hier drin, ne? Ja. Oh, ich habe mir was gemerkt. Der hier. Ja. Machen wir mal 2 Meter. Jo, okay. Jetzt müssen wir gucken, ob der auch gerade steht. Und zwar möchte ich, dass der halt. Ich wollte vorher, dass er halt so hier ranfährt, absetzt und dass die das dann verarbeiten können. So, die andere Idee wäre jetzt halt gewesen, um zu sagen, okay, pass auf, die fahren jetzt, die holen das hier, fahren hier rum. Und stellen das dann hier ab. Und dann wird es halt da so reingezogen. Aber das sollte halt auf so einer, auf so einem, ja, Podest oder so stehen, dass es halt so aussieht, als würde es halt reingezogen. Und das suche ich halt so ein bisschen was. Aber ich hab da so nichts. Vielleicht noch so ein Anhänger oder sowas. Könnte man vielleicht noch benutzen. Ah, so ein Kran, warte mal. Ah, den habe ich nicht aktiv, der fällt nämlich gerade ein. So eine Art Schiene, genau. Genau. Die Obsidianseite sich durch seine sehr typische Glasglanz aus, der gut zu erkennen ist. Der Stein kann oft mit Pechstein, schwarzem Scherl und Onyx verwechselt werden, weil er diesen sehr ähnlich sieht. Der Obsidian wurde in der weit entfernten Vergangenheit oft als schwarzes Gold der Steinzeit bezeichnet. Danke an Rosa, aber es geht um Obsidian, was wir bei Minecraft verbauen. okay.
Warum hat er das jetzt genommen? Keine Ahnung. Also. Ganz kurz an der Seite gucken, nochmal ein bisschen höher. Jo, okay. Jetzt muss ich ganz kurz gucken, ob da noch alles eingestellt ist. Und das hier und eine Frau fährt. Jawohl, okay. Propranolol Obsidian ist ein Arzneistoff aus der Substanzgruppe der Beta-Blocker und wird unter anderem zur Behandlung der arteriellen Hypertonie, Bluthochdruck und bei Herzrhythmusstörungen eingesetzt. Danke. Also wir haben jetzt doch einige Sachen herausgefunden. Was man alles mit Obsidian so machen kann. Gut, ich trinke mal schon mal. Wie gesagt, so ein Gestell, so ein niedriges Gestell, wo wir es abstellen können. Und der das dann halt in das Werk reinzieht sozusagen oder in die Lagerhalle, wo das dann aussortiert wird sozusagen. Na, da stehe ich jetzt ein bisschen. Nochmal. Hoch, 1, 2, 3. Jo. Autosave. Obsidian ist ein seit Ende März 2020 erhältliche Wissensdatenbank, speziell für das persönliche Wissensmanagement und eine Software zur Erstellung von Notizen, die mit Markdown-Dateien arbeitet. Gut. Da geht anscheinend noch ein bisschen was. Die Frage, kann man dann da so reinfahren, also so und dann so, um das da abzustellen? Ja, ne? Da dürfte ein Platz sein. Machen wir das mal so. Ich würde mal auch einen leeren hinstellen, kurieren, der dann wegfährt und wir lassen dann da einen Container stehen. Genau. Na, jetzt hat die Dinger eingefahren hier. Also, ja, war sowieso nicht eingestellt. Hier lernst du noch was, ja. Wir sind ja auch ein Bildungskanal wegen GEZ-Richtung, damit wir die einstreichen können, muss ich auch dann immer belegen, dass wir halt auch hier Wissen vermittelt haben. Und jetzt bräuchte ich halt hier etwas, was halt, wo wir das draufstellen können und das dann reingezogen wird sozusagen. Also. Ach, das Platzhalter, der hat ja ein Gorilla. Okay.
in der Art. Flamingo. Dann hat er die halt da gestellt und dann können die den da reinziehen. Ja, aber das ist halt nicht das, was ich eigentlich gesucht habe. Schienen wäre da schöner. Ich muss da mal auf die Suche gehen. Ein Stück Schiene hier einfach so da dran. Wenn es so aussieht, das würde man das halt hier dann hier abstellen und dann wird es halt reingezogen. Da müssten wir halt noch so ein... Haben wir da so ein Anhänger für? Ja, nö, eigentlich nicht, ne? Ja, weil das nicht als Schiene erkennt, was hier liegt. Nämlich auch nur ein Asset. Und die Idee ist schon gut. Die ist schon gut. Ich muss jetzt nur gucken, dass wir da ein Stück Schiene finden. Als Asset. Mal das mal wieder weg. Schienen. Oder zumindest schon mal Oberleitung. Das ist doch schon mal was. Da waren wir hier mal ganz kurz. Ne, okay. um 20 Uhr kommt dann immer die Pharao-Schau, wenn es dann mal soweit ist. Aber da kommen immer nur schöne Nachrichten. Das draußen die Sonne in einem leichten Rotton untergeht. Gut, sie ist jetzt verdeckt von Wolken, aber ist egal. Mit Obsidian kann man auch in Dragon Age Inquisition eine verbesserte Rüstung und Waffenstein Tier 3 herstellen. Man findet es in den Hinterlanden im Kammerwald. In Kammerwald.
Kammwald, Entschuldigung, den erhabenen Ebenen und dem Smaragdgräben. Danke, Carlotta. Sehr wichtiger Hinweis für Dring Edge Inquisition Spieler. da weiß man, was die Programmierer so genommen haben. Beta-Blocker, und weil ihnen kein anderer Name einfiel. Okay. Zumindest kein Gleis, was wir hier haben. Okay. Ich habe mich jetzt umentschieden. Das wird ja jetzt doch was anderes. Das könnte man doch einfach so sagen, dass man das so machen kann hier. Base Side Ramp. Base Ramp. Base wäre schon okay, ne? Dann so da steht. Könnte man das doch einfach so da dran machen, oder? Jutinchen, bei dem, was bei BioWare gerade abgeht, brauchen die ganz sicher Beta-Blocker. So, ich bin aber gleich auch von dann, gehe noch was an die frische Luft spazieren. Wetter ist gerade noch schön. Lotta, dann wünsche ich dir noch einen schönen Sonntag. Schön spazieren gehen. Schön erholen dann auch. Und wir sehen uns dann bald wieder. Und bis bald. Schön, dass du da warst. Ist jetzt keine Schiene, und aber es geht in die Richtung. Ich setze 10 mal hier hin, check Cover. Warte mal, ich schreibe das auf. Dann finden wir es nachher schneller wieder. Aber weil ich es dann eingeben kann. Da könnte ja auch ein Förderband sein, ne? Das so dann da rein, ja, sozusagen. Halt keine Schienen drauf, aber okay. Oh, dieses Rumgehampel hier immer. In dem Ding. Ja, wir sind nicht. Naja, müssten wir vielleicht nochmal gucken. Oh, guck mal. Verbinden sich sogar. Gut. Dankeschön. Das wünsche ich euch auch. Und vielen lieben Dank für den schönen Nachmittag. Wir lesen, hören uns beim nächsten Mal. Auf jeden Fall, Carlotta. Mach's gut und bis bald. Tschüss. Und komm gut in die neue Woche rein. Gut, jetzt hätten wir eine Tankstelle. Brauchen wir nicht. Nein. Warte. Schade. Ich dachte, da wäre vielleicht irgendwas dabei. Der ist ja süß. So, nirgendwo hinsetzt gerade. Muss ich mich dran erinnern. Wird wohl nichts. Ich dachte vielleicht, dass hier irgendwo ein, ja, so ähnlich. Wie gesagt, das hier wäre halt schon okay. Okay. Der ist nur ein bisschen zu lang. Dass man das halt dann da drauf absetzt, dann fährt der da rein und so. Okay.
Das vielleicht, da ist er vielleicht. Und okay, das könnte ich ändern. Es war in der Richtung halt von diesen, ach, wie heißen sie hier? Die. Warum fährt der da hinten? Baumaterialien? Der soll da gar nicht fahren. Der soll doch hier fahren. Ach ja, das ist ja abgestürzt, das Spiel. Der soll auf die 1 rüber. Ja. Nicht richtig, dann warte mal ganz kurz. Dann werden wir das mal ganz kurz abspeichern. Wir speichern, aber dann hier als Test. Vielleicht liegt es ja daran, dass ich den gewechselt habe auf das erste Gleis. Wer weiß, wer weiß. Aber eben ist ja auch mal abgestürzt, also das ist ja, was heißt eben? Jetzt auch schon anderthalb Stunden her. Also quasi eben. Das wäre halt noch so ein Ding, wo man dann sagt, okay, das fährt dann nach vorne oder so und das krallt sich das dann und fährt dann rein oder zieht das dann rein oder so. Müssen wir das vielleicht ein bisschen niedriger machen, denn? Viele Ideen. Da. Hätten wir auf jeden Fall Schienen, aber die sind zu weit auseinander. Die da oben, da sind sie. Ja, wenn wir halt auch ein Fahrzeug hätten, dann wäre es ja okay. Dann könnte man die Schienen auch benutzen, aber so. Nö. Nö. Ja, eigene Türen bauen. Okay. Drehgestelle einfach hier hinstellen, eins vorne, eins hinten und dann mit den Schienen verbinden. Hätte man schon was selber gebaut. Leider gar nicht. Also Ideen habe ich schon genug, ich habe nur nicht die Möglichkeiten hier, das umzusetzen. Mir einfach Sachen fehlen, wie ich mir das halt vorstelle hier. Die auf jeden Fall schon mal die Mod hier. Erinnere mich. Gut, okay. Ich kann da sowas. Ich kann da sowas wie den Workshop da brauchst.
kenne da sowas wie den Workshop, brauchst einfach mehr Kram. Ja, der Workshop ist schon okay, aber ne, also ich würde da auch nochmal rumkramen, um zu gucken, ob da irgendwas ist oder auch bei Transport, Fever.net etc. pp. Ne, kannst du mit Ausrufezeichen Mods, da komme ich ja auf die, wo ich meine Mods herhole. Auf den drei Seiten. Und dann würde ich vielleicht auch nochmal beim Steam Workshop vorbeischauen. Das, was David sagt, einfach viel mehr aktivieren. Ja, ist gut. Und dann nicht wieder zwei gefunden. Ja, 750 mm wäre jetzt auch gar nicht so schlecht, aber ein bisschen länger. Gehört zu was anderem. Hier haben wir die Länge dabei. Warum hatte ich das denn bei dem anderen nicht? Habe ich das da nicht hochgescrollt oder so? Nö, da gibt es die Länge gar nicht. Okay. Ach, das ist auch. Das ist das Depot. Ah, das flackert vielleicht. Bisschen. Okay, das ist vielleicht doof. Nein. Ich könnte vielleicht noch irgendwas einstellen, auch in der Höhe. Und jetzt bräuchte man hier halt noch ein Fahrzeug, ein, wie heißen sie? Container, Transporter.
Dingsbums. Vielleicht mal gucken, dass ich den irgendwo finde. Dass wir den als Asset haben. Also ich, wie gesagt, ich habe halt nur den einen. Okay, der war jetzt irgendwo anders. Und die, die ich habe, kann man nicht als Assets benutzen. Warte mal. Gut, der wäre jetzt als 1000 mm, ne? Also 750 ist eigentlich. Gut, könnte man aber noch umbauen. Ja. Ja nicht. Der kommt schon in Frage. Ich stelle den einfach mal. Ich glaube, ich kann den nicht mehr. Kann ich ihn noch konfigurieren? Ist das ein 750? 57 müsste eigentlich sein, ne? Der Prellbock immer. Ah, da ist gar kein Prellbock dran. Okay. Ich hätte schon gerne einen Prellbock. Dann bleibt halt hier da dran. Was da ist, vom ersten, okay, das habe ich schon gelesen. Du bist ja nur neidisch. Was? Du willst die Wahrheit einfach nicht wahrhaben, dass wir recht haben und nur gute Ideen bringen, diese Frucht ohne zu zögern umgesetzt werden müssen. nein, David. David hat zu 100% recht. Nein, Tienchen. Der David, der hat immer recht. Chatter, es bleibt dabei, denn. Wer für das Recht kämpft, hat immer Recht. Gegen Lüge und Ausbeuterei. Wer das Leben beleidigt, ist dumm oder schlecht. Wer die Menschheit verteidigt, hat immer Recht. Menschheit gleich Chat. Weiß ich jetzt nicht. Ich stimme Tienchen voll zu. Dieser Text könnte auch umgeschrieben werden. Ich glaube, der ist schon umgeschrieben worden. Ich meine, also die Richtung, ihr wisst, wo ich hin möchte, das ist schon die Richtung. Ne? Nur, da kann man halt nichts drauf abstellen. Ne? Theoretisch brauchst du halt noch ein Gestell obendrauf. Ne? Also. Mann. Ah, okay, der kommt da nicht mehr. Ja, jetzt haben wir kleiner Bug anscheinend. Kommen wir da nicht mehr drauf. Ja, gucken. Okay, der verschiebt sich dann immer wieder bis da oben. Ja. Aber das ist so die Reise, wo es hingehen soll, dass die halt das da abstellen und dann wird es halt dann reingezogen, dann wird das halt ausgepackt sozusagen und dann kommen hier hinten halt die Produkte raus. Ja. Ja. Nochmal ganz kurz gucken. Fisch, nein.
brauchen wir auch nicht. Nein. Plastik. Man könnte halt so ein bisschen mitarbeiten, aber Zucker, Tools ja. Ne, dass die halt dann hier hinten bereitgestellt werden. Ich, dann noch mit den Hubwagen und so weiter oder Gabelstaplern, die wir dann hier hinstellen können. Wie dann hier das dann hier bereitstellen. Dann haben wir hier noch die kleinen. Ups, das wollte ich nicht. Ich wollte die eigentlich drehen. Und das war das hier, ne? Genau. Jetzt haben wir noch die Hubwagen hier, den Gabelstapler an der Stelle. Okay. Den können wir auch noch. Ah, okay. Wir könnten einfach die Gabel irgendwo hinstellen. Ach so, ja, wir können die Farbe nicht ändern, weil wir gerade Autosave haben. Ich stimme Tinsche voll zu, dieser Text. Ach so, das habe ich schon gelesen. Oh, Wilmchen. Muss noch meinen Koffer packen, deswegen verabschiede ich mich fürs Erste. Vielleicht bis später oder bis bald. Wilmchen, viel Spaß beim Koffer packen. Und ja, bis bald. Ich denke, wir sehen uns bestimmt in einem anderen Chat wieder. Oder dann nächste Woche. Bestimmt schon unterwegs. Sorry, ich hab dich überlesen. Habe ich auch noch selber, weil ich Mods reingeschrieben habe. Okay. So, können wir das machen? Machen wir mal den mal ein bisschen weiter runter. Oh, ist ein genau an der Kante hier vorne. Okay. Aber vielleicht nochmal. Ups. Bisschen mit dem Begradigungstool hier arbeiten und das bisschen höher ziehen hier, dass wir hier in dem Bereich das Ganze auch hinstellen können. Und das wäre halt so, was ich mir halt so vorgestellt hatte. Und hier könnte ich mir halt vorstellen, dass wir hier nochmal eine Schiene machen und hier halt die leeren Container halt dann rauskommen, die werden dann hier rausgenommen, werden dann hier wieder bereitgestellt oder so. Könnte ich mir halt vorstellen. Deshalb halt die Lücken oder so. Ein BMW E9, da bitte auch noch hinstellen. Na, hier bestimmt nicht, aber wir können den hier hinten stellen. Was soll? Was denn da? Machen wir noch. Sind wir sowieso hier die ganze Zeit. Da ist er. BMW E9. Weil der Mod neu ist, das ist eine Überprüfung, ob der diese auch geladen hat. Okay. Na, siehst du. Habe ich mal was richtig gemacht heute. Aber wenn du noch mehr Fahrzeuge hier macht in der nächsten Zeit, dann wird der Parkplatz zu voll. Noch eingestellt, wo auch noch welche drin sitzen.
Wir sind hier natürlich noch nicht fertig. Hier fehlen noch die, die NPCs, die ich hier noch hinstellen muss. Also, das ist halt auch noch nicht. Und vielleicht sollte man ein, zwei Schalke-Flaggen wegmachen. ja, da kommt bald einiges Autos, der 1980er-Paket kommt. Ah, okay. War gut. Lieber Schalke als Dortmund. Kann man es erkennen? Ich komme leider nicht näher ran. Aber du warst noch nicht da. Ich habe auch für dich eine hingestellt. Okay. Okay, vielleicht muss ich auch nochmal gucken wegen der Schiene, ob wir da nicht irgendein Asset auch finden. Weil ja dann auch das Icon da zu sehen ist. Guck dann nochmal. Das mache ich dann in einer ruhigen Minute sozusagen. Oder zwei, drei Stunden, wie immer. Wenn man da stöbern muss. Ja, im Prinzip müsste man jetzt so ein bisschen mischen. Ne? Also von allem ein bisschen. Ne? Dass halt hier dann auch immer dementsprechend die Bahn ankommen. Die eine Flagge ist sehr schön. Nur der gelbe, schwarze Flaggen können eindeutig weg. Ist ja schrecklich, sagt er. Ist doch gar nicht so schlimm. So, gib mal her. Da ist nicht alles drin, ne? Da müssen wir noch einen anderen. Können wir da nicht noch irgendwo? Marble Locks. Boah, haben wir ja nicht hier. Hier Schlacke, Steel Stone, nein. Was auch immer das sein tun. Genau, die Tools habe ich ja jetzt. Gut, die können wir jetzt auch für die anderen noch bereitstellen. Ups. Das wollte ich nicht. Was berechnet der denn hier? Mein Rechner ist irgendwie am Durchdrehen mal wieder. Bis gleich, Tienchen. Spaß im Log. Zum Glück ist Tom gerade beim Essen. Hoffentlich. Es braucht auch sehr. Er braucht auch eher Obsidian. Okay. Da unten hast du es noch korrigiert. Sehr gut, sehr gut. Okay. Warte mal. Ach, ich habe mich gerade gefragt, warum ist das Haus denn hier an? Also das Lagerhaus anders als das hier. Das könnte vielleicht daran liegen, dass da zwei ineinander stehen.
Oh, war schon. Okay. Und denn? Gut, jetzt fehlen aber trotzdem noch die anderen Sachen. Also da, Maschinen. Ja, immer Maschinen. Okay. Doch schon was. Oder steht das zu nah? Nö, nicht unbedingt. Das ist okay. Kommt mir hier auch noch welche rein? Die Ecke schon haben. Wabbelt wieder hin und her. Muss alles schön symmetrisch da drin stehen. Nein, muss es nicht. Okay. Dann. Eine große Maschine hin. Bisschen nah beieinander, ne? So, okay, weiter. Nächster. Das mal ein bisschen höher. Dann fährt er nämlich gerade dahin. Ah, das muss ein bisschen weiter runter. Ich glaube, ich bin zu hoch, ne? Ach, ich kann es nicht so richtig sehen. Ja, ein bisschen. So. Jetzt gucken wir mal. Ah ja, gut. Geht. Jetzt muss man nur nah genug ran. Jo. Und dann sieht so aus, als würde der das da jetzt reinfahren. Oho, sehr gut. Wenn wir den jetzt hier noch da. Warte, sitzen. Meine Frau. War, glaube ich, so, ne? Können wir jetzt gleich sehen. Ja, ist okay, ist okay. Sehr gut, okay. Ich dachte, man könnte noch Licht anmachen oder so, aber der hat gar keins, oder? Diese Gaselektrie. Das können wir noch ändern. Bei dem Gas hast du hier hinten halt so eine Gaskartusche drauf. Ja gut, warum nicht? Haben wir da auch mal ein bisschen Varianz drin. Ja.
Nice. Okay. Aber wollten ja hier noch ein bisschen weitermachen. Nee. Das war hier eine. Ja, Maschine. Okay. Oh. Müssten wir vielleicht noch mal ein bisschen dran arbeiten. Sind die zu hoch? Nee, ich würde sagen, geht. Dann haben wir dieses Rumgewabbel eh. Und jetzt auch noch Autosave. Okay, dann trinke ich mal. Ist okay. Nice. Jetzt muss ich halt nur gucken, wo ich die anderen Sachen herkriege. Marble, nee. Öl brauchen wir hier auch nicht. Sand sowieso nicht. Planken wären okay, aber brauchen wir auch nicht. Die werden ja hier nicht verschifft. Die Kisten brauchen wir. Dürften wir vielleicht die Kohle drin haben oder so. Ja, halt die Schlacke, ne? Silber, Stack. So. Okay. Flug beendet. Willkommen zurück, Dienchen. Mal ganz kurz gucken, ja, es ist halt nicht schwarz. Wo ist die Kohle? Kohle, Kohle, Kohle. Okay, claim. Warum habe ich nicht noch mehr hier? Wo ist der Rest? Palette, nö. Warte mal. Das ist so alles viel zu tief, okay. Zurück. Da ist es. Warum sind die nicht in der anderen Kategorie mit drin? Okay, vielleicht ist es dann doch nicht. Das ist ein Mülleimer. Okay. Überall einen Mülleimer hinstellen. Ist die Frage, ob der zu hoch ist. Mal ganz kurz nach oben nehmen, um zu gucken. Da unten drunter rollen sind oder so. Nö, sieht nicht so aus. Nö. Hier können wir einfach den Boden abstellen. Okay. Also, wieder runter. Oh, zu weit. Ach, immer dieses Rumgebabbel, ey.
Peu à peu kriegen wir hier doch. Schöne. Ein etwas schöneres gebaut. Komm nicht auf. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Was los? Was los, Dienchen? Rumgewabbel. Diesen imaginären Punkt, der immer sucht. Nach dem Stream werde ich hier die Plattform wieder dran setzen. Das dauert einfach viel zu lange. Das dürfte schon das letzte Gebäude sein, ne? Ja. Genau. Okay. Umgebabbel. Weil der sich halt hier immer diese Punkte sucht. Da schon. Ich weiß doch auch nicht, was der da macht. Okay. Weiter. Gut, aber da ist halt nicht das drin, was ich eigentlich haben wollte. Es ist halt Müll, ist das. Aber hier sind halt keine Sachen, die ich halt haben wollte. Nochmal zwei verschiedene Mülleimer. Da dürften aber die Kisten sein, die wir hier benutzen, oder? Nee, auch nicht. Okay. Nee. Okay. Und auch irgendwo anders. Ja. Das sind die Roof Pieces, okay. Nee. Weiter. Auch Ventilatoren etc. etc. Was man hier alles braucht. Das sind sie nicht. Das auch nicht. Die auch nicht. Nö, nö. Nein. Auch nicht. Nee. Die hatten wir, ne? Genau. Die auch. Die auch. Warum haben wir keine Kohle? Oil, Plastik, Marble. Ich hätte irgendwas über Plastik, Planken. Vielleicht hat es doch übersehen. Warte mal. Fuel Goods. Ah, okay, dann habe ich sie doch übersehen. Okay, okay, okay. Ich habe doch wieder Blödsinn gemacht. Habe ich nicht richtig geguckt. Dann dürfen die anderen wohl auch irgendwo sein. Einigermaßen in einer Flucht stehen, wäre schon schön, aber dieses Rumgewabbel, dass er sich einfach da sind. Punkt, warum? Ich verstehe es nicht. Es ist doch frei setzbar. Warum sucht er sich dann einen Punkt, um das irgendwo hinzusetzen? Ich nicht. Wir sind ja schon hier.
Acht, aber war. Was? Ach Quatsch, das kannst du auch während des Streams machen. Ach so, das mit dem Ansetzen hier hinten. Was heute länger? Nein. Eigentlich nicht. Eigentlich schon gleich der anfängt, wo ich immer sonntags gucke. Wo gucke ich sonntags immer? Genau. Beim Debitor. Ach so, sind wir schon fertig. Okay, also Brain brauchen wir halt auch nicht. Das ist Iron, nein. Und lebende Tiere. Nein. Okay. Nochmal. Also, das ist das. Maschinen, die haben wir. Marble. Öl. Öl, Sand. Planken. Oder etc. pp. Plastik brauchen wir auch nicht. So, jetzt nochmal. Also, Silber. Schlacke. Stahl. Stein. Zucker. Was das auch immer sein. Kaffee vielleicht, keine Ahnung. Und Tools. Die haben wir aber auch. Und das war's da dann. Warte mal, hier noch. Fisch. Das sind die. Ich glaube, das ist. Keine Ahnung. Ah, okay. Da haben wir auf jeden Fall noch die Steine. Oder hier Baumaterialien. Gut. Ah ne, hier ist Koffee. Das ist Kaffee. Und da ist auch Kohle. Okay, haben wir gefunden. Okay. Alles hier noch mit drin. Sehr gut. Hier. Da. Nein. Sonst. Konstanzweiler. Ja, wir machen erst einmal eins, aber dann ist okay. Machen wir das hier hin und dann können wir hier noch mal einen Gabelstapler hinstellen, der da das da rein buxiert. Mal ein bisschen höher machen. Kommst da mal hin. Ja, falsch, falsche Richtung. Stimmt Teamchen zu. Der Debi, ich verrate dir mal was. Und der merkt gar nicht, dass du nicht da bist. Doch, doch. Ich glaube schon. Du bist ihm egal. Hart, aber wahr. Das ist das gewesen. Okay, hart, aber wahr. Das hatte ich zuerst gelesen, gerade eben. Zu dem habe ich bereits was geschrieben. Ja. Da habe ich leider nicht in den Chat geguckt. Beinahe die zu hoch hingesetzt. Eine ganze Menge wollte ich hier gepackt haben. Manchmal so viel Platz hier.
Oder safe. Okay. Gut, gut. Ja, weiter. Achso, wir sind schon durch. Okay. Es fehlt nur noch Kohle, ne? Oder? Haben die Güter, Waren, Baumaterialien, Kohle, jetzt Maschinen. Sonst haben wir nichts, ne? Gucken wir mal drüber. Ne, auch bei den anderen liegt nichts mehr da. Gut, gut. Oh, warte mal. Nee, nee, alles gut. Jetzt füllen wir einfach nur noch auf. Wie gesagt, es ist nur noch die Kohle, die fehlte. Oder Briketts sind es ja eigentlich. Haben wir gar keinen Platz mehr. Ne. So viele Werkzeuge sind es, glaube ich, ne? Ja, Werkzeuge. Guck mal, hier haben wir die Lücke. Mal ein bisschen was einstellen. Ja, ist okay. Könnte man vielleicht auch im Großen mal hin. Ja. Großen, aber keine kein Kaffee. Kein Kaffee. Verdammt, jetzt nämlich hier. Ah, falsche da sind. Ja, so. Okay. Ach ja, hätte ich noch Platz gehabt, ist egal. Dann können wir da irgendwas hinparken. Hier haben wir noch Platz. Dann nehmen wir hier noch ein paar kleine. Hilfe. Mich juckt's. Unter der Nase. Ah, da könnten wir auch was anderes hinstellen. Okay. Na, da könnten wir wieder einen großen hinstellen. Oh, das sah gerade aus, als wäre das da am Boden versunken oder so. Nee, nee, alles gut. Ja. Sorry. Kohle, Kohle. Okay. Jo. Nice. So, jetzt müssen wir halt hier noch das alles dekorieren. Ich würde es halt mit diesen Schienen machen und dann halt noch. Muss mal gucken, ob wir das finden. Ob ich das irgendwo finde. Die Schiene und auch den Waggon dazu.
in welcher Liga spielt Magdeburg? Jetzt nicht einfach so fragen, der ist so inkognito da, sozusagen. So, lass mal ganz kurz gucken, ob es da irgendwelche Schiffe gibt, die hier... Nö, alles gut. Also jetzt viel schneller hier ihr Zeug abholen können, hier. Ellenbogen vielleicht. Ah, der kommt gerade zurück. Mal gucken, wo der gerade ist. Oh, der kommt gerade an. Das ist okay. Ist okay. Gut. Guck mal. Das sieht jetzt schon ganz anders aus. Cool. Warte, ein bisschen weiter rüber. Eine Fotostrecke noch. Zweite Liga. Okay. Sieht zurzeit nicht schlecht. Liegen auf dem 8. Platz. Okay. Magdeburg. Und jetzt müsstest du noch wissen, wie die Flagge aussieht. Weiß toll, danke. Das hier ist sie nicht, ne? Das ist sie nicht? Okay. Schade. Was ist das hier? Man kann es auch nicht wirklich lesen, also davon abgesehen. War's? Nee, guck mal nicht. Darmstadt 98, ja, okay. Gut. Gut, das zu wissen, glaube ich. Gut. Wer weiß, wann er die gemacht hat. Vielleicht ist es auch Wunschdenken oder so, dass er dann einfach die dann da rüber gemacht hat. Wer weiß, wann er die gemacht hat. Gut, das ist jetzt auch nicht wirklich wichtig, glaube ich. Um rechts ist Karlsruhe, okay. Schalke ist nicht in der ersten Liga genauso wie Hertha. Ja, dann ist es vielleicht schon ein bisschen her, als er die zusammengestellt hat hier. Ich glaube, es war von 2020, ne? Weiß ich gar nicht mehr. Magde müsste zu der Zeit noch dritte Liga gespielt haben. Okay, na, dann haben wir es doch. Ja, okay, dann haben wir das auch schon mal geklärt. Gut. Also. Ich suche mal raus, dass wir hier halt ein schönes Gleis bekommen und halt auch einen Waggon, den wir hier aufsetzen können, damit es halt so aussieht, als würden die halt hier dann reingezogen werden. Dann auf der anderen Seite halt genauso. Ja, damit halt dann so aussieht, als würden die halt hier rauskommen, die leeren, und die werden dann hier vorne dann gestapelt. Werde ich dann hier noch ein paar hinstellen. An jedem. Ja, es dann so aussieht, als würden halt hier die leeren dann auch rauskommen. Damit halt die Bahn für die Anleger hier dann auch zusammengestellt wird, sozusagen. Ja, kommissioniert. Dann nimmst du statt Magdeburg halt Aue. Ist eh fast das gleiche. gibt's keine Mod für David? Was?
Wieso hast du nicht die dritte Liga? Ja, ich habe das jetzt nur so runtergeladen, dass da. Ich weiß ja nicht, warum er nicht die dritte Liga noch mit reingenommen hat. Und die ganzen Kreisligen und Altherrenmannschaften und. Ne, also da bin ich jetzt überfragt. Sehr schade. Ja, gibt es keine Mod für. Müsste es vielleicht dann immer wieder aktualisieren, denn. Oder halt wirklich dann für die dritte Liga vielleicht noch mit reinnehmen, weil die ja auch immer wieder in zweite und erste aufsteigen könnten. Oder sie rutschen dann ganz ab vierte Liga oder so. Okay. Ja. Und dann brauchen wir halt noch was, wo wir halt sagen, okay, wie kriegen wir halt hier die Briketts weg? Und dafür würde ich halt hier hinten noch eine Anlage hinstellen, damit halt die Briketts dann sozusagen dann dort nochmal verpackt werden. Die kommen ja hier mit unseren Schüttgutwagen an. Und ja, das muss ja dann irgendwie hier rüber. Ich würde es halt hier hinbringen, dann halt hier zusammenstellen lassen, kann das hier dann auch verteilt werden sozusagen. So der Plan. Oder hier auf die Ecke. Oh. Sehr schön. Sonst hätte man auch Alemannia Aachen nehmen können. Ja. Ah, genau. Bin die dritten oder sind die vierte? Weiß ich gar nicht. Bin da nicht auf dem Laufenden. Mir gefällt's. Also das ist schon okay. Vielleicht müssten wir hier hinten vielleicht noch ein bisschen Industrie machen oder so, aber das ist schon okay, würde ich sagen. Muss eigentlich auch nicht, ne? Kann ja auch so offen bleiben. Ist halt hier aufs platte Land gesetzt und wir müssen halt nur gucken, dass wir halt dann die Briketts halt noch rüber bekommen, dass die dann ordentlich verpackt werden. Sieht gut aus. Dankeschön, Dankeschön. In dieser Saison, wenn ich mich nicht irre, dritte. Okay, das ist noch nice. Kannst du nochmal die Flaggen zeigen? Ja, kann ich machen. Warte. Da sind sie. Zumindest. Mal ganz kurz gucken, wo die anderen sind. Ich hatte die eingeben können, ne? Da sind sie. Gut, ich guck mal ganz kurz was nach. Boah, ich muss husten. Warte mal. Okay, jetzt hängt ein Frosch quer. Suchst du eine ganz bestimmte Flagge, David? Müsste die Saison 22-23 sein? Ich glaube. Naja, der hat. Hat er sie irgendwann aktualisiert? Ich weiß es jetzt nicht. Ja, okay, da ist die Mod. Lass mal kurz gucken, wann hat er die zuletzt gemacht? Also im September 2020 hat er sie zuletzt angefasst. Also ja,
Man kann es nicht unbedingt. Also Aktualisierung war auch am 28. September, also 2020, die letzte. Und dann ist da nichts mehr neu gemacht worden. Ja. Okay. Dann ist das alles, was wir haben. Es ist die Frage, ob wir halt eventuell noch im Steam Workshop vielleicht noch was finden, aber so. Er schreibt, dass ihn Fußball auch gar nicht interessiert. Ja, er hat es für einen Peugeot-Racer, glaube ich, gemacht. Ich habe es gerade auch gelesen. Stimmt, Bielefeld spielt nicht erstklassig. Hey, hey. Kein Bashing jetzt hier, ne? Nicht, dass hier noch jemand kommt und sagt, Bayern München ist vielleicht gar nicht so toll, wie sie immer tun. Was höre ich da? Siehst du? Schon ist. Ne? Sind die Gerüchte wieder im Umlauf? Gut. Ja. Ich scroll nochmal ganz schnell durch. Aber ich meine, wir werden. Ja, ja, doch, doch. Wir hatten alles mal kurz durchgeschaut. Mal gucken, ob ich da irgendein Asset finde, weil ich meine, ich hätte auch hier die habe ich auch schon nachgeguckt, ob wir die hier als Assets halt bekommen. Die SDGGMRSS TX Logistik Container. Ja, die habe ich alle nachgeschaut und nichts geht mit Assets. Also, ja, schade. Die werden halt schön, um die halt dann tatsächlich hier vorne dann so hinzustellen. Und dann kann man halt dann wirklich sagen, okay, die werden halt dann da reingezogen oder werden halt sind automatisch mit Zahnrad, keine Ahnung, weiß ja Geier, wie die ja reinkriegen. Das machen die schon, da brauchen wir uns nicht drum kümmern. Ne? Jetzt habe ich es. Da ist er. Sehr gut. Okay. Kommen die wieder weg? Ich hätte gerne Schienen da zum Reinziehen. Okay. Gut. Gleich Abo kündigen. Naja. Dann werde ich wohl nichts sagen. Weiter. Von der Seite auch noch ein Foto. So, okay. So, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß, auch wenn ich hier die ganze Zeit... Aber wir haben auch was geschafft. Also jetzt, wo die Flächen auch schön zugestellt sind, glaube ich, haben wir das ganz gut hingekriegt. Auf der anderen Seite, man sieht es jetzt nicht, da fehlt halt noch einiges. Und auf der Seite halt auch noch ein bisschen so, dass da halt auch nochmal die Händler, wie sie heißen, dann auch da nochmal platziert werden und dass das nochmal mehr wird. Einen schönen Abend. Lasst euch nicht ärgern, schon gesund bleiben. Kommt gut in die neue Woche rein und wir sehen uns bald wieder hier bei mir beim VO1976. Tschüss.